willkommen zu einem neuen Video. Marco ist heute da. Wie du mich auch direkt schlägst, so. Jetzt wissen die Leute endlich mal, wie das zugeht bei Podcast und bei Nipport. Ist echt so. Für alle, die nicht wissen, was wir eigentlich machen. Wir haben ja diesen Japan-Podcast. Nipport heißt ja unten in der Videobeschreibung. Und jedes fünfte Episoden-Ding ist jetzt ein Video. Deutsche Goethe, wirklich. Gut formuliert, ja. Ja, seht ihr, wie gemein er zu mir ist? Das schneidet er sonst alles raus. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich. Was machen wir heute? Wir zeichnen Pokémon aus dem Gedächtnis. Also wir werden uns auf die ersten 150 beschränken. Und es ist ja so eine beliebte Challenge, Pokémon zu zeichnen, ohne sie zu sehen. Weil man denkt sich so, ja klar, ich weiß doch, wie so ein Pikachu aussieht. Melissa hat das auf ihrem Oberteil. Ja, aber nee. Gleichzeitig so, zeichnet mal aus dem Gedächtnis irgendwie, ich weiß nicht, halt einfach euer Lieblings-Pokémon. Einfach zeichnet euer Lieblings-Pokémon aus dem Gedächtnis und dann vergleicht es mit dem tatsächlichen Pokémon. Und ja, ich glaube, es wird sehr anders aussehen. Die werden alle schreien, bitte töte mich, schätze ich mal. Please kill me. Kill me. Wir werden gleich zufallsgenerierte Pokémon zeichnen. Die liebe Anna, die gerade Praktikantin ist, ruft jetzt einfach rein. Ich bin gespannt. Hoffentlich nimmst du die guten. No pressure. Ponita. Oh nein! Oh nein, okay. Oh nein, das ist Theos Lieblings-Pokémon. Echt jetzt? Ja. Oh, scheiße. Wenn er dieses Video sieht und es wird fest. Mann, ein Pferd ist auch so schwer. Jetzt hast du mir schon mal verraten, dass es ein Pferd ist. Ja, ich weiß, dass es ein Pferd ist. Und nicht gucken. Nicht gucken. Ich mach einfach so. Wir hatten schon überlegt, ob wir so Federmäppchen zwischen uns aufstellen sollen. Sag mal, ob du am Kopf anfängst. Ja. Okay, ich auch. Nein, das ist mega hässlich schon. Same. Ich hab schon verkackt. Ich muss schon neu anfangen. Ganz kurz, haben Pferde Ohren? Ja, ne? Nee, die haben nur Löcher. Hä? Nee, doch. Ja, klar, Pferdeohren. Jetzt, Melissa, lenk mich nicht ab. Lenk mich nicht ab. Das hat auch nur drei Beine. Was? Nee, das hat auf jeden Fall mehr als drei Beine. Das ist das hässlichste Pferd aller Zeiten. Ah, das macht auch so eine Oh nein! Meinst du doch eine Giraffe? Ach du Scheiße. Ist das hässlich. Oh nein, ist das dämlich, ey. Es ist nicht optimal. Ja. Oh Gott, ist das schlimm, Alter. Oh nein, und mein Pferd steht überhaupt nicht so, wie Pferde stehen sollten. Ich schwöre, wir hätten Fahrrad da zeichnen sollen. Gibt bestimmt ein Fahrrad-Pokémon. Hier gibt es nicht diesen Salamander, der zum Fahrrad wird oder so? Hast du wieder Transformers geguckt und gedacht, das wäre Pokémon? Okay, ich bin fertig. Hey, warte, ganz kurz. Okay, warte, ich bin noch nicht fertig. Ich brauche noch Augen und alles. Ah. Okay. Ich glaube, wenn ich fragen würde, würdet ihr dieses Pokémon erkennen, würdet ihr es vielleicht erkennen? 3, 2, 1. Wie süß ist das denn? Hä, was? Das ist doch ein voll gutes Ponita eigentlich. Voll. Deins ist aber voll wholesome irgendwie. Deins so... Ja, ey, ganz ehrlich, ich habe mich erinnert, also wenn das vielleicht gleich in seinem Original-Art eingeblendet wird, das macht so eine, so eine Pose. So. Und ich wollte die rekreieren, aber ich glaube, es war nicht so. Es hat einfach zu viele Gelenke. Es hat ein bisschen viele Gelenke. ja, aber also wir haben uns beide daran erinnert, dass es Feuer gibt. Ja, und dass der Schweif halt und, auch so. Und der Boden, der bei uns beiden wahrscheinlich Gras sein soll, sieht bei beiden aus wie Feuer. Scheiße. Boah, aber deins ist auf jeden Fall richtig angy so, spiky. Ja, da habe ich noch ein bisschen mich verkünstelt mit so Sparks. Aber ja, ich bin ein Künstlertyp, muss man schon sagen. Weiß nicht, ob das Louvre Interesse an sowas hat, aber vielleicht kann man die Charity-mäßig verlosen an den Höchstbietenden. Ich packe die einfach randomized zu den nächsten Patreon-Karten dazu. Oh, das wird richtig gut. Wir müssen dann alle unterschreiben, ne? Alpollo. Oh, das war richtig close, denn ihr wisst es da draußen auf jeden Fall, Gengar ist mein Lieblings-Pokémon. Jetzt kleine Trivia-Story, weil ich erzähle ja auch selten so einen Schwank aus meiner Jugend, aber als ich voll klein noch war. Oh mein Gott, jetzt kann man on camera sehen, wie ich so dissoziiere, während du redest. Ich muss jetzt mich zusammenreißen. Melissa, hör zu. Und zwar, wie ich als kleines Kind, ich weiß das noch, also da war ich vielleicht gerade mal 19,5, lag ich im Bett und habe in mein Tagebuch geschrieben. Und es war ein Donald Duck Tagebuch. Hab ich einen Tagebucheintrag reingeschrieben, dass ich hoffe, dass wirklich bald ein Alpollo Plüschtier rauskommt. Oh. Weil, bevor Gengar mein Lieblings-Pokémon war, war Alpollo mein Lieblings-Pokémon, weil ich fand, der sah ziemlich cool aus.
Damn, jetzt hast du mega Vorteil. Ja, aber ich glaube, es wird trotzdem richtig scheiße. Ich weiß nicht mal, ob ich das richtige Pokémon jetzt male, ehrlich gesagt. Was? Alter, ey, ganz ehrlich, wüsstest du, wer Nebulak ist? Scheiße, ich hätte Nebulak gemalt. Oh nein, oh, ja, ich darf dir wirklich nicht so viele Tipps geben. Los, zeichne. Zeichne, gut, ich gut. Nee, warte, ihr dürft das sehen. Ja. Melissa darf das nicht sehen. Ich nehme hier diese Robbe. Kann ich noch mal ein neues Blatt? Nein. Oh nein. Hä, irgendwie sah der früher cooler aus. Ich mal einfach nur einen Geist, weil ich überhaupt keine Erinnerung gerade habe. Ey, ich bin richtig enttäuscht, Melissa. Ich weiß. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von mir selber. Keine Ahnung. I'm done. Was? Wieso bist du schon fertig, Alter? Hey, weil ich nicht weiß, wie er aussieht. Okay, okay, okay. 3, 2, 1. Ah, er war oben, Spikey! Ja, war oben, aber ich find's geil, dass wir uns beide an die Hände erinnert haben. Ja. Auch wenn deine Hände ein bisschen aussieht, als wären die ihm so eingefroren. Und er hat so Eiszapfen. Aber die waren doch so ganz spitz, oder nicht? Ich glaube, der hat schon richtige Krallen, so. Ja, aber super spitz. Ja, aber also die sind auf jeden Fall geiler gezeichnet als unsere beiden. Ja, okay. Du hast so umgedrehte Tulpen und ich habe so Eiszapfen gemalt. Ja, ich fand, bei Gengar fand ich, bei hier Alpollo fand ich immer das Krasseste, der hat diesen zackigen Mund. Ah. Der hat so ein, also meine ich zumindest, vielleicht ja. erfahren wir auch gleich, dass das kompletter Quatsch ist, aber ich habe ihn mit so einem zackigen Mund abgespeichert und so Augen, die auch so ein bisschen so böse und verschlagen nach unten gehen, aber die haben Augen wir beide böse. Gemalt. Ja. Augen böse, aber dein Geist sieht auf jeden Fall, ich weiß nicht, also ich würde ihn ins Pokémon-Portfolio aufnehmen. Naja. Ja. Also könnte vielleicht der kleine, glatzköpfige Bruder von Alpollo sein. Ja, er ist die nette Version. Er macht nur so Streiche. Und meiner ist so ein Super Saiyajin-Modus von deinem. Von meinem, ja. So richtig, okay. Ja, sad. Ja, komm. Also das ist halt auch kreativ. Ja, man muss ja irgendwas machen, wenn man nicht weiß. Na gut. Ja, warte mal, als du in der Schule warst. Ja. Hast du, wenn du die Antwort auf irgendwas nicht wusstest, hast du einfach irgendwas geschrieben und gehofft, dass es richtig ist? Ja. Oder hast du die Frage leer gelassen? Nee, ich habe immer was hingeschrieben. Ich habe auch, obwohl ich wusste, in der Mathe-Klausur, ich habe komplett verkackt, habe ich bis zum Ende gerechnet. Krass. Ja, weil es gibt ja auf dem Rechenweg noch Punkte. Das stimmt allerdings, aber ich glaube, wenn der Rechenweg halt der falsche ist, gibt es dann auch Punkte? Nee. Ja. Wirklich? Na, so Mitleidspunkte. Ich glaube, in Bayern gibt es die nicht, die Mitleidspunkte. Ich weiß es nicht. Ich hab auf jeden Fall immer leer gelassen, weil ich dann Angst hatte, dass der Lehrer denkt, ich bin komplett bescheuert. I don't care. Ja. Deswegen existiert dieser Channel. Ja, komplett bescheuert, ne? Ja. Wollen wir weiterzeichnen? Ja, Relaxo. Geil. Geiler Typ einfach. Geiler Typ. Oh, ich bin jetzt aber mega gespannt, welche Pose er hat von uns beiden. Und weißt du was? Das ist so ein Pokémon, wo man sagt, ja klar weiß ich, klar wie Relaxo so aussieht. Mega easy. Aber ich war auch gerade so, hat der Ohren? Ja. Nein, ich sag nichts. Du sagst, ja klar hat der Ohren. Ja, so ein Relaxo, wir wissen auf jeden Fall, so viel können wir glaube ich alle festhalten. Ey, wie du einfach direkt, du willst so, direkt abgucken. Ich leg sie wieder hin. Wir wissen, der ist ein Chonky Boy. Ja, Mann. Scheiße. Okay, ich glaube, er ist ein bisschen zu chonky. Ey, ich finde, das Gesicht ist richtig schwierig. Ja, ich weiß es auch gerade gar nicht. Ich mach halt irgendwas. Der hat auch noch irgendwas am Kopf. Ich kann mich nicht erinnern. Auch so ein Witwenschwitz oder so? Keine Ahnung, Mann. Okay. Ich oh Mann, je länger ich es angucke, desto dummer ist es. Ja, meiner ist ganz süß geworden. Okay, 3, 2, 1. Aber guck, wir haben beide dieses Ding hier oben gemalt. Ich weiß nicht, ob der das so hat. Ja. Oh, du hast die Füße richtig gut getroffen. Ich glaube, so hat er nämlich eigentlich seine Füße. Ja, so. Ja, ich habe so... So runde Flubbis, aber wir haben auch beide so, den Baum. Ich habe so Entenfüße gemalt ein bisschen. Du hast wie so einen bösen Dämonenpinguin gemalt. Dämonenpinguin? Ja. Ich sag mal so, deiner hat auf jeden Fall zu viel Hals. Das stimmt. Deiner hat irgendwie, weißt du, sein Kopf ist nämlich eigentlich so fast Teil von seinem Torso. Das habe ich versucht hier ein bisschen zu repräsentieren. Ja. Aber du hast recht, es geht in eine pinguinhafte Richtung. Weiter geht's. Zubat. Pokémon, was ich auf jeden Fall immer mega gehasst habe. Da war auch irgendwas Stranges mit seinem Kopf. Oh nein, das ist jetzt schon komplett falsch. Das ist komplett falsch. Ja, meins auch. Oh, fuck, nein, so sieht keiner nicht. Okay, ich erinnere mich an irgendwas anderes, was so ähnlich aussieht wie ein Zubat. Und zeichne fälschlicherweise das. Vor allem, hat er noch Beinchen? Scheiße, das ist so. Meins ist nicht, richtig cursed. Das ist nicht bei ihm. Okay, wow, ich bin gespannt. Okay, 3, 2, 1. Oh mein Gott, wie gut ist da jetzt? Aber warum ist es. Ich wusste, irgendwas ist mit dem Kopf nicht ganz richtig.
Mann, aber deins ist auf jeden Fall auch geil. Es ist so ein... Was ist es? Käfer! Ja, es ist so ein... Also es ist auf jeden Fall eher Insekten-Pokémon, finde ich. Kokowai. Kokowai ist, glaube ich, ein richtig geiler Typ. Das ist doch das mit den Eiern, oder nicht? No? Nee, Melissa, ey, ganz ehrlich, du denkst immer nur an Eier. Kannst du mal kurz... Nee, das ist mein least favorite part, tatsächlich. Ja. Meins wird einfach ein Ditto, was ich in Kokowai verwandeln wollte, aber ist nicht so gut. Ganz ehrlich, Kokowai-Geschlechtsmerkmale? Bei einem Pikachu, da gibt's die schon. Ja, es gibt ja auch männliche und weibliche Pokémon. Ja, genau. Mein Pikachu, das auf meinem Shirt, ist zum Beispiel ein Junge, weil sein Schwanz ist so eckig. Bei einem Mädchen ist es wie ein Herz. Was? Echt? Ja. Guck mal, ich lerne auch noch neue Sachen dazu. Ist was? Der Schwanz von einem weiblichen Pikachu ist wie ein Herz? Ich hab's sofort, Fulme, ich hab's sofort. Ja, okay. Was malst du denn Ich bin da? Fertig, ich bin fertig, ich bin fertig. Meine Güte, wie doch immer, ganz ehrlich, wie bei der Recherche für Nipport, ist es immer, man kriegt richtig Ärger, wenn man ein bisschen sich ins Zeug legt. Willst du wirklich über Recherche reden? Nein. Lieber nicht. Lieber nicht? Ich krieg immer richtig Ärger, Freunde. Ich krieg richtig Ärger. On air hier jetzt nicht. Da tut Melissa mal ganz nett. Ihr folgt jetzt ja auch schon lange und denkt so, sie sei eine ganz okay Person. Weit gefehlt. 1, 2, 3. Ja, aber guck mal, wie man... Ah, scheiße, die sind oben. Oder? Ja, ja klar, weil das sind die Kokosnüsse. Ja. Fuck, Mann, du hast das völlig richtig gemacht. Aber dein hat 3 Beine. Hat der nicht nur 2 Beine? Wie viele Beine hat das Pokémon? 2 oder 3? 2 Beine nur. Ja, ich würde sagen, das gleicht aus, dass ich die Kokosnüsse einfach an den Stamm... Weißt du, ich habe halt auch noch nie eine Palme gesehen. Ich weiß nicht genau, wo Kokosnüsse herkommen. Ich dachte ehrlich gesagt, dass sie geerntet werden wie Kartoffeln. Deswegen können wir überhaupt froh sein, dass ich so weit gekommen bin. Erdnüsse wären es dann. Und ich fand den richtig komisch als Kind. Richtig, richtig komisch. Das ist ja auch ein seltsames Pokémon. Und heute finde ich ihn aber richtig cool. Das, weißt du was, das wirkt ein bisschen wie ein Pokémon, wo ihnen schon die Ideen ausgegangen sind. Ja, und wirklich. Das ist so eins, so, keine Ahnung, 870 oder so. Aber es ist einfach eins der ersten 150. So ein Kronleuchter und ja, so. Ja, genau, ja, so eine Tasse oder so, wo jetzt schon auch einfach sehr viele Gegenstände verwendet werden. Aber ich meine, wundert mich nicht in Japan, ne? Yokai-Folge hören und so. Hey, Tsukumogami. Ja. Sobald ein Objekt 100 Jahre alt wird, wird es in Japan lebendig. Es war erschreckend schlecht. Ich hätte auch ehrlich gesagt gedacht, dass wir ein bisschen besser sind. Ja. Auch im Zeichnen. Auch im Zeichnen. Naja. Im Erinnern und im Zeichnen. Gut, naja. Ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. Und schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr euch irgendwas wünscht, was wir beim nächsten Mal machen sollen. Stimmt. Und ansonsten, Abo nicht vergessen, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.